Der hat ja Nerven. Und das bei der 500.000 Euro Frage. David Thelen rockt bei, wer wird Millionär? Eine Frage nach der nächsten. Bei 500.000 Euro sucht der Zahnarzt sich dann aber doch lieber mal Hilfe, und zwar beim Publikum. Blöd nur, dass ihm das immer noch nicht genug Sicherheit gibt. Da muss der Telefonjoker hinterher. Aber der tippt ausgerechnet auf die Antwort, die mit nur 4% vom Publikum eingeloggt wurde. Was jetzt? Für David ist die Sache klar. Er vertraut auf seinen Telefonjoker und pfeift auf die niedrige Prozentzahl. Bitte was? Das ist einfach zu viel für Günther Jauch. Wie das Video eindrucksvoll beweist. 1. Risiko. Wer wird Millionär? Kandidat David Thelen geht aufs Ganze. Muss es denn ausgerechnet Lesotho sein? Das könnte sich Günther Jauch in diesem Moment gedacht haben. Immerhin droht David Thelen bei, wer wird Millionär? Im schlimmsten Fall von 500 000 Euro auf 500 Euro zu fallen. Das Publikum ist gegen Lesotho. Sein Telefonjoker hingegen, wenn auch ohne große Begründung, für das Königreich in Südafrika. Für Quizmaster Jauch ist das scheinbar eine Spur zu viel Nervenkitzel. Ich krieg den Zusammenbruch immer dann, wenn ich es selber nicht weiß, gibt er zu. Der 32-jährige Zahnarzt geht nochmal in sich und überlegt hin und her. Jetzt steht er doch so knapp vor der Millionenfrage: soll er jetzt wirklich aufgeben? Die Antwort lautet: Nein. Denn plötzlich ist Lesotho als Antwort eingeloggt und das Bangen beginnt. Ich bin jetzt etwas, ich muss mich sammeln, meint Jauch.